Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen im Abschnitt Erkrankungen der Makula. Und der Abschnitt endet mit einem gelben Kasten und der heißt Avastin, eine preiswerte Alternative. Und ich lese den jetzt einfach vor und dann war es das auch schon für heute. Avastin, eine preiswerte Alternative. Ranibizumab in Klammern Lucentis wurde im Januar 2007 zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration zugelassen. Ein ähnlicher Wirkstoff, Bevacizumab in Klammern Avastin, war schon vorher als Arzneimittel zur Behandlung von Darm-, Lungen-, Brust- und Nierenkrebs zugelassen. Beide Substanzen sind aus dem gleichen Antikörper entwickelt worden und wirken ähnlich. Sie verhindern, dass sich neue Blutgefäße bilden. Bei Krebserkrankungen führt das dazu, dass die Krebszellen nicht an den Blutkreislauf angeschlossen und nicht mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Wenn sich bei der feuchten AMD keine neuen Blutgefäße bilden, können diese keine Schäden an der Netzhaut hervorrufen. Bevacizumab und Ranibizumab unterscheiden sich im Wesentlichen nur in ihrer Molekülgröße. Ich glaube, alle Moleküle unterscheiden sich im Wesentlichen nur in der Molekülgröße und dem molekularen Aufbau. Ich möchte mal gerne wissen, wer so eine Scheiße da reingeschrieben hat. Bis Ranibizumab verfügbar wurde. Bis Ranibizumab verfügbar war, wurde die feuchte Makuladegeneration erfolgreich. Mit Bevacizumab behandelt, ohne dass das Mittel davor zugelassen war. Entschuldigung, ich kann bei so einem Schwachsinn nicht anders. Auch als dann Ranibizumab als Lucentis zugelassen wurde, zeigte sich, dass die Injektion von Bevacizumab ganz erheblich preiswerter ist als die von Lucentis. Allerdings Avastin war und ist zur Behandlung der Makuladegeneration nicht zugelassen. Die geringeren Kosten, die anfallen, wenn Avastin trotz der fehlenden Zulassung für Makuladegeneration, Klammern Off-Label Use, eingesetzt wird, verringern die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Das kann auch für die Beiträge der Versicherten vorteilhaft sein. Nachteilig ist, dass der Hersteller von Avastin nicht haftet, wenn es bei der Anwendung des Mittels im Auge zu Zwischenfällen kommt. Mittlerweile wurden die beiden Substanzen zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration in drei klinischen Studien direkt miteinander verglichen. Die Auswertung der zusammengefassten Ergebnisse dieser Studien im Jahr 2014 bestätigt, dass beide Medikamente gleichwertig sind. In vergleichbarem Maß stabilisieren sie die Sehstärke und verbessern die Sehschärfe. Auch hinsichtlich ihrer Verträglichkeit ist keines dem anderen überlegen. Der enorme Preisunterschied bleibt jedoch bestehen. Eine Behandlung mit Ranibizumab ist deutlich teurer als eine mit Bevacizumab. Trotz der ermutigenden Ergebnisse zur Wirksamkeit von Bevacizumab wird weiterhin empfohlen, das Mittel nur in Zentren zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration einzusetzen und die auftretenden unerwünschten Wirkungen sorgfältig zu dokumentieren.
Damit endet der Abschnitt Erkrankungen der Makula im Kapitel Augen. Und es geht weiter mit dem grünen Star. Da gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten und hoffentlich nicht so viele Wirkstoffe. Nein, es sind nicht so viele, wie es Medikamente gibt. Und der Abschnitt ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Seiten lang. Da habe ich morgen was zu tun. Es waren heute nur 3 Seiten. Gut. Dann ein arbeitsreicher Vorlesetag morgen. Tschüss.